Okay, also, wo waren wir? Luden, ne? So. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Alter, sie spricht ja wirklich fließend Sarkasmus. So, weiter geht's. Ein Overwatch. Ich mag sie. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Gibt's hier eine Bank? Ja, geradeaus. Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Ich mit euch labern, gibt's hier Loot? Ja, dann quatsch doch nicht so viel, Mädchen. Jetzt bin ich wieder schuld. Ach, ja, sie ist schon cool. Ich mag ihre Frisur. Erstmal zwischen das Gespräch gedrückt, ja. Oh. Achso, man muss sie kaufen. Das war, ist ein Echo-Schirm. Kreiert stumm. Kreiert stumm. Kuriert stumm. Wachmacher. Ich feiere das ja mit diesen Automaten, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Nee. Ein Armband, das in der Lage ist, das Potenzial der Muskeln seines Trägers freizusetzen. Wie viel Geld habe ich schon? 15.000. Könnte ich mir eigentlich leisten. Ich merke, ich gebe fast nichts aus hier. Ja, ist schon cool und war auch mal interessant zu zeichnen. So, was haben wir denn jetzt hier? Talisman, Magie. Jetzt ist so viel stärker, macht das jetzt aber auch nicht, ne? Warte mal, Materia. Klut behandeln. Was ist denn behandeln? Ermöglicht ein Einsatz von Zustandsheilmagie. Antidot, Gegengift, okay. Mädchen, hab ich was für dich? Warte mal, nee, so rum. Ausrüstung und Materia. Ares, meine Liebe. Ich pushe jetzt erstmal da. Ach nee, jetzt, nee, hier ging das nicht. Mithril-Armband. Guck mal, ich habe doch bestimmt eins, was besser ist, als was du hast, oder? Mithril. Oh. Stärkt zwar die physische, aber ich glaube, die ist mehr auf. Nein, ich habe nichts, was besser ist als deiner. Okay, dann behalt das Ding. Vitalität, physische Abwehr. Komm, ich knall dir jetzt mal die Schutzweste rein. Ich hab doch bestimmt. Was hatten die? Die hat Gebet. Ermöglicht den Einsatz von Fertigkeit Gebet, mit der die TB aller Gruppenmitglieder geheilt werden können. Oh, okay. Die ist Heilerin. Die kann Eismagie. Das ist von Limit Vision, kann nur einmal während des Kampfes. Ermöglicht den Einsatz des Limits Vision. Okay. Aber die ist eine Heilerin. Was knall ich denn der mal drauf? ATB-Boost. Magie-Boost. Ich glaube, die ist Fernmagiekämpferin.
Okay, Waffe. Gott. So, jetzt hauen wir da erstmal die ganzen Sachen da rein. Ich brauche ein bisschen mehr, das Fräulein. Okay. Claudi, warte mal. Das führe ich gerade mit mir. Hier habe ich alles, ne? Hier sind wir 10. Braucht 8. Was haben wir denn? Bei niedriger TP-Heilung erhöht den Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger. Lädt die Lebenslimitleiste beim TP-Wert von 100 oder weniger schneller auf. Okay. Erhöht die TP-Maximum. Erhöht magische Attacke. Magische Attacke. Ich mache erstmal wieder Angriff und danach machen wir das mit diesen 25% mit der TP-Leiste, mit dem Auffüllen. Haben wir bei ihm? Bei wem bin ich denn? Ach, ich bin immer noch bei ihm. Magische erhöht Attacke, Attacke. Let's go. Ist, glaube ich, bei ihm nicht verkehrt. So, haben wir. Dann haben wir noch tiefer. Schaden von 5% von Limit wird um 5% erhöht. Physische Attacke, Schaden von Limit. Ich glaube, Schnelligkeit. MB Maximum. Ich knall da mal den Schaden drauf. Hallöchen Sand, ja meine Liebe. Na du, alles gut bei dir? Und danke, dass du im Log dabei bist. Vielen, 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 vielen Dank. Was haben wir jetzt? Also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Schlagring haben wir ausgestattet. Kann ich das steigern? Stimmt, oder? Längere Buffs. Ja, muss uns selbst auch alles gut. Ja, alles super. Außer, dass wir wieder ein bisschen Schnee haben und ich keinen Bock mehr drauf habe. Ich will endlich Frühling. Blitzelementare, Attacken, Windelementare. Ich bin mehr mit Blitz unterwegs. So. Magische Schnelligkeit, zusätzliche Materia-Slot. Let's go. Okay, dann haben wir da auch jetzt alles. So, das müsste jetzt eigentlich passen. Muss passen. Oh, siehst du, wir müssen zu Cheddar zurück. Weiter, okay. Warte. Ja. Bereit zum Ausstieg! Vorbereitung! Fertig! Formation! Hitman ist auch dabei. Schön. Und los! Was willst du?
Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheinen was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh, da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Ach, Aris. Geh den Turks aus dem Weg. Ja, ja. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slum-Bewohner einen Bogen drum. Das perfekte Versteck also. Und wenn es hier so ein paar Monster gibt, da kann ich ein bisschen Dingens machen. Leveln. Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Okay, Tifa, dann zeig doch mal, was du... Aris Besonderheiten. Aris kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du im Kampf gedrückt hältst, wird sie eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Los! Ja. Okay. Mädchen, du bist gut. Doch nicht das kleine Prinzesschen, was ich erst dachte. In eine Sackgasse. Ist mir doch egal. Da gibt's bestimmt Loot. So. Nee, gibt's noch Kisten. Ach. Ich weiß gar nicht, was mache ich denn eigentlich mit diesen ganzen Mokri-Medaillen? Da habe ich jetzt auch schon keine Ahnung, wie viel. Nee, wie hab ich denn? Warte mal. Gegenstände. Kann ich hier irgendwo eintauschen? Kampfbericht-Scanner. Seven habe ich auch noch. Nein, warte. Ey, gibt's keine Truhe, gar nichts, ne? Außer so ein paar blöde Kisten. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herum laufen können. Den hier irgendwie bewegen kann? Mhm. Oh, es klappt! Ha! Sie leben stark, Mädchen! Spezialfähigkeit Sturmhalde, hä? Gedrückt, um magische Kraft zu akkumulieren und durch Loslassen der Taste eine besonders stark, besonders mächtige Energie namens Sturm zu entfesseln. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mehr mächtiger wird Sturm. Du kannst je nach Kampflage kurze Angriffe in schneller Folge oder einen verheerenden Angriff mit viel Kraft entfesseln. Los! Ey! Genau her! Ups! Ach, wie süß! Eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Ach, Mädchen. Du bist schon so eine Kraft, ey. Sackgasse?
Nee. Nix, Sackgasse. Ein Schwarzreif. Was habe ich denn jetzt eigentlich hier gerade für Quests offen? Warte mal. Story. Folge dem Weg und überprüfe, ob sich das Tor von einer anderen Seite öffnen lässt. Wo sind wir denn? Wir müssen da runter, ne? Was machen? Nee. Sieh mal, das ist das Zentrum des Slums. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Ihr verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Ich habe Bedenken, dass die Alte, die uns wegen Tifa zusammengeschissen hat, dass das die Mutter ist. Ich habe irgendwie Angst. So, warte mal. Okay, da ist der Questmarker. Kann ich dann aber immer noch die Nebenmission machen? Warte mal. Da hoch, ja. So. Sieht das so nach. Sieht so richtig nach Boss-Arena hier aus. Gibt's hier was? Nee. Nee, okay, geht nicht weiter. Ich muss hier lang wieder. Okay. Also zuerst hier lang. Zack. Allheilmittel. Allheilmittel klingt immer gut. So, zurück.
Questmarker. Okay. Ich will dahin, ich will das Loot. Guck dir das Loot an. Oh mein Gott. Guck dir das an. Ich will dahin. Oh, ich will dahin. Ja, aber nicht mehr lange. Ein Smoker. Bin mal so frei. Keinen Kopf! Oh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da fliegt was. So scheiße. So, jetzt wollen wir mal noch schnell die Nebenmission abklappern. Diese Tür von vorhin. Von hier aus sollten wir sie öffnen können. Okay. Nebenmission abgeschlossen. So. Weiter geht's. Da geht's hoch. Wo? Keine große Sache. So, okay. Wir könnten... Können da hoch. Halten... Ja, warte mal, wo muss ich denn lang? Hier lang wollte ich. Kommst du nicht ran? Klappt nicht, wie? Nein, ich komme nicht weiter. Ach, scheiße. Na los, Claudi, runter mit dir. Vielleicht kann man ja den Container benutzen, um hochzuklettern. Von da aus sollte es klappen. So, jetzt wieder runter, wieder rüber. Oh. Okay, so. Na? Hier lang, oder? Ach. Sag mir bloß, ich muss jetzt den ganzen scheiß Drecksweg wieder zurück. Ich hab gedacht, da oben gibt's vielleicht Loot oder sowas. Nein. Aber hier nicht einfach runterspringen kann, ne?
So, und jetzt wetten, das geht jetzt nicht und ich muss da lang. Sie ist schon kommen. Alles in keinem guten Zustand hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ob man dort oben irgendwie durchkommt? Und mit Mann meine ich glaub. Okay. Und weil alle guten Dinge drei sind, gibt's Abendtraining für den lieben guten Claudia. Ach guck, ich hätte es wahrscheinlich sowieso nicht eher machen können. Na, drück doch mal. Ich wusste, dass du es schaffst. Danke, Cloud. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Wird doch eh nur mit einem Date bezahlt. Oh. Cloud, das darfst du nicht vergessen. Wir haben ein Date mit ihr. Okay, noch nicht. Rutsch. Nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Ist sie das, die ich da höre? Ich höre Schritte. Wir müssen dahin. Ach, wir sind hier. Okay. Dort geht's in Richtung Bahnhof. Ich weiß, aber lass mich doch gucken. Alles in Ordnung, Cloud? Ja. Fluchtweg und sowas, Mädchen. Fluchtweg. Ob das Ganze zu einem Krieg führen wird? Oh, hallo, Aerith. Da vorne beginnen die Slums von Sektor 5. Wie aufregend. Was ist da los? Ja. Hey. Was, Aerith? Der ist ein Kerl. Seit dem Sturm. Oh. Da. Oh, im Bett. Bank, Aerith, Bank. Warte. Komm mal hierher. Ich befinde mich nun im Inneren von Makoreaktor 5. Die stecken doch bestimmt mit Wutei unter einer Decke. Und das nur noch so lange Zeit, endlich wieder Frieden eingekehrt war. Das sind wohl eingestürzte Stahlträger. Wollen diese Kriminellen etwa einen neuen Krieg anzetteln? Die Feuerscheine sind gelöscht worden zu sein. Ob man wohl ein Kopfgeld bekommt, wenn man die Verbrecher fasst? Sie sind die Leiterin von Shinras Rüstungsabteilung, richtig? Nun mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Darf ich Sie um eine Stellungnahme bitten? Sind wir sicher, oder? Die haben es nur auf die Reaktoren abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten? Uns passiert hier nichts. Wie die derzeitige Lage in Makoreaktor 5 ist. Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein. Hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Ich versichere Ihnen, wie sollen wir bitte überleben, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Wenn jemand Midgar zerstören will... Hier wird nicht gefilmt! In der Bürgerwehr spricht man wohl bereits über mögliche Gegenmaßnahmen. Oha, Wunderpunkt, da verstehe ich.